WDR 2. Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Haben Sie Ihre Uhr eigentlich schon umgestellt? Wie, auf was? Na, auf die neue Zeitrechnung. Haben Sie das denn gar nicht mitbekommen? Wirtschaftsminister Brüderle hat den Beginn einer neuen Zeitrechnung verkündet. Und die Kanzlerin hat gestern Morgen die Revolution ausgerufen. Sie wissen doch, was eine Revolution ist, oder? Eine Revolution ist laut Lexikon ein gewaltsamer politischer Umsturz, eine unter Anwendung von Gewalt erzwungene Totaländerung der staatlichen Ordnung. Wow, jetzt wird der gewaltsame Umsturz der Ordnung schon von den Ordnungshütern ausgerufen. Die Merkelsche sprach wörtlich von einer Revolution im Bereich der Energieversorgung. Was aber kann ein gewaltsamer Umsturz in der Energieversorgung bedeuten? Werden die Strommonopolisten jetzt enteignet? Wird den integrationsunwilligen Islamisten der Strom ganz abgedreht? Oder werden alle Stammtischrassisten gezwungen, in ihrem geistigen Darkroom das Licht anzumachen? Ich meine, so etwas wird man doch noch fragen dürfen. Aber keine Sorge, neue Zeitrechnung heißt nur, dass am Montagmorgen nach Verkündigung des Atomkompromisses die Aktienkurse der Energieversorger in die Höhe geschossen sind. Das waren die Böllerschüsse der Revolution. Da dürften sich einige im Land derart intensiv die Hände gerieben haben, dass genug Hitze entstanden ist, um uns prima über den nächsten Winter zu bringen. Der Atomstreit ist vom Tisch und alle Beteiligten strahlen um die Wette. Und zwar mit dem Atommüll. Dessen Endlagerung muss jetzt auch erst im Jahr 2040 geklärt werden. Denn so lange dürfen die Meiler weiterlaufen. Und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn sich nicht, sagen wir mal, so gegen Ende 2038 ein promoviertes Mietmaul, auf Deutsch ein renommiertes Institut, finden ließe, das aus volkswirtschaftlichen Gründen eine weitere Verlängerung der Laufzeiten um nochmal 20 Jahre für sinnvoll hält. Außerdem, die Frage nach der Endlagerung stellt sich nicht wirklich. Die Mehrheit der Bevölkerung weiß doch dank Herrn Sarrazin, dass Deutschland in 100 Jahren gar nicht mehr dieses unser Land sein wird. Der Plan ist perfide, aber genial. Es wird der späte, aber ultimative Triumph der westlichen Zivilisation sein, wenn die uns in 100 Jahren regierenden Hassprediger entweder nicht wissen, wohin sie mit dem Atommüll sollen, oder ihre das Land beherrschenden Moscheen dank des Anstiegs des Meeresspiegels derart unter Wasser stehen, dass sie es im Nachhinein bereuen werden, ihre Töchter vom Schwimmunterricht ferngehalten zu haben. Bis neulich.